Mike! Guten Morgen! Mikey! Schön, dass wir uns wiedersehen. Junge. Lange ist her? Fünf Jahre zusammengespielt. Fünf Jahre, Wahnsinn. Wahnsinn! Man! Also Mike, das Ding ist ja, jeder denkt, Mike Franz ist der Grätscher, der die Maschine, aber er kann auch Technik. Ich habe das fünf Jahre selber gesehen, er ist eine Maschine, auch okay. Beim Dribbeln, 1 gegen 1. Jetzt hast du mich gerufen? Jetzt wollen wir dich fit machen für Thomas Müller, dass er auch antritt. Aber ja. Ich weiß, natürlich, der hat ein bisschen der Angst, ist normal. Mike Franz steht da. Nicht, dass du den abgrätst, wenn er da. Ja, erstmal. Du kannst ja, ja, in der Tat. Aber man muss ja auch sagen, fairerweise, er hatte viel um die Ohren. Und er ist ja ein Ehrenmann. Und ich denke, er wird sich stellen. Und wenn es dann soweit ist, ich meine, du hast es gesagt, ein bisschen gerade auslaufen kann ich auch. Und wenn es dann soweit ist, du weißt ja, unser Freund und ehemaliger Kollege Pablo Thiam, ne? Pablo hat gesagt, weil da war ich, Hans hat gespielt, Pablo hat gespielt, ich war abgenervt, weißt du. Und dann kommt Pablo zu mir und sagt, Mike, wenn die Chance kommt, ja, wenn die Chance da ist, dann musst du da sein, dann musst du fit sein. So, weil die Leute, die 1000 Leute interessiert nicht, wie lange du nicht gespielt hast, wie lange du verletzt warst, warum der Trainer nicht auf dich stand. Die Leute interessiert nur, funktioniert der oder funktioniert der nicht. Und deshalb, wenn der Thomas dann sagt, ja, Mike, komm, ich zieh dich ab, dann muss ich da sein, dann will ich fit sein. Und deswegen trainieren wir jetzt hier, genau. Geben Gas, dass der Mike dann on point auch die beste Zeit rausholt. Ja. Du weißt ja genau, wie das ist. Man muss immer abwägen, was macht man genau, wo läuft man gerade schnell, die Kurven. Und das trainieren wir. Also ja, lass mal, geh mal dran. Ich habe ja schon einen Durchgang gemacht. Meine, in der Analyse bist du ja immer sehr stark. Also gib mir mal ein, zwei Hinweise, wo du sagst, das ist wichtig für diesen Mega-Dribbler. Da solltest du drauf achten. Beim Start ist es ganz wichtig, dass du wirklich schnell rauskommst und diese lange Strecke, da kannst du ganz viel rausholen. Mhm. Wirklich den Ball nach vorne hauen und dann mit Tempo hinterher. Du hast ja Spiel, ich war einer der 6 schnellsten immer. Ich war immer. Bei FIFA warst du irgendwie nach nee, da war nur 58. Nee, und dann machst du das in den Kurven, machst du das, glaube ich, ganz gut. Worauf du immer achten musst in den Kurven, dass wir in den Zwischenpassagen nicht so viele Kontakte machen. Ja. Viele mal so, dass man wirklich schnell raus in den Kurven, schnell in den Kurven rumgeht. Aber sonst, das sind so die Kleinigkeiten. Ja, okay, aber das ist gut. Also schnell raus, gerade und in die Kurven. Komm, gib mir die Murmel. Ich bin heiß, ja, ich will. Kann ich? Ja, mach. Sieht gut aus. Rekord! Wie geil ist das denn? Rekord! 496! Ja! Da muss ich einmal kommen, dann macht er direkt noch einen Rekord. Geil! Der Coach! Wir wollen nicht mehr weitermachen. Also, Thomas, jetzt bist du dran. Wir warten auf dich. Wir warten. Wir sind da!